Hallo in die Runde, freue mich sehr, dass ihr dabei seid, wenn wir heute wieder über Skat sprechen wollen. Diesmal mit einer Verteilung eingereicht von Jerome mit der Bitte um Analyse. Erste Frage also mal in die Runde, wer erinnert sich noch an Jerome? Ja, der Mann ist nämlich kein unbeschriebenes Blatt. How to Skat 14, eins meiner Erstlingswerke, schon fast auf den Punkt 2 Jahre her, dass ich mit Jerome eine Liste Online Skat gespielt habe. Damals war er 16, heute entsprechend 18, also Welpenschutz ist vorbei, und das bedeutet auch, Jerome, ich muss gleich hart mit dir ins Gericht gehen in der Analyse. Freue mich aber, dass du so mutig bist und so interessiert bist, dass du wirklich mal auf den Kern und auf den Punkt auch wissen willst, was ist denn jetzt hier bei diesem Spiel schiefgegangen, was hast du in dem Fall falsch gemacht. Also, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für eine Situation? Jerome hat das Spiel in Mittelhand bekommen, ohne Gegenwehr, 7 Trümpfe, Herz, Kreuz 10, Dame 9 an der Seite, gedrückt, 2 Bilder, Karo König, Pik Dame. Ich denke mal, soweit sind wir uns einig, dass das noch eine gute Entscheidung ist. Ja, nun geht es natürlich los. Wie schätzen wir eigentlich das Spiel ein? Also, Jerome, so wie ich dich da verstanden habe, du gehst offenbar davon aus, dass das ein sehr starkes Spiel ist, was nur ganz selten verloren wird. Den Zahn kann ich dir gleich mal ziehen. Die Karte ist also alles andere als ein Gedicht, gerade in Mittelhand. Und vor allen Dingen, die Gegner können gar nicht so besonders viel verkehrt machen, und du kannst dich im Zweifel nicht so besonders gut wehren. So, wie komme ich jetzt zu dieser Einschätzung? Es fehlen dir sowohl in Trumpf als auch in Kreuz jeweils 4 Karten, und die Normalverteilung für diese Karten auf die Gegnerhände ist 2 zu 2 oder 3 zu 1, wobei diese 3 zu 1 Verteilung sogar noch etwas häufiger ist, 50% der Fälle, während diese 2 zu 2 Verteilung nur 40% der Fälle ausmacht. Also 90% der Fälle sind diese Normalverteilung, 2 2 oder 3 1. Und wenn du hier in Mittelhand sitzt und einfach mal dir überlegst, wie könnte das Spiel laufen, meistens kommt erstmal typischerweise jetzt eine Fehlfarbe raus, Pik oder Karo, ne? Und dann geht es eben los. Stechen, Bube ziehen, stechen, Bube ziehen, wieder stechen. Also nach 5 Stichen bist du 5 Trümpfe los typischerweise. Wenn die Trümpfe jetzt 2 zu 2 standen, dann hast du sie alle raus. Und du hast noch 2 Trümpfe über und 3 Kreuz, kannst jetzt Kreuz rausspielen, nochmal stechen, Kreuz rausspielen, nochmal stechen, und hoffentlich im 10. Stich ist die Kreuz 10 dann auch hoch und macht den letzten Stich. Ja, dann hast du 4 Stiche abgegeben, hast das Spiel aber gewonnen. Wenn jetzt aber nur etwa Trumpf 3 zu 1 steht, dann bist du nach 5 Stichen trotzdem 5 Trümpfe los, hast aber immer noch einen Trumpf, der unterwegs ist, den du jetzt zwar mit dem Trumpf Ass F abholen kannst, aber danach hast du nur noch einen Trumpf und 3 Kreuz, das heißt, du bekommst, wenn jetzt nicht das Kreuz Ass direkt rausgenommen wird oder blank steht, bekommst du die Kreuz 10 gar nicht hochgespielt. Gibst also auch dann 5 Stiche ab, verlierst die Kreuz 10. Mit anderen Worten, in Mittelhand ist das Ding ganz schön, ja, brenzlig. Heißt nicht, dass man da nicht 18 sagen sollte und dass man das Ding jetzt nicht spielen sollte. Es kann ja auch immer mal zu deinen Gunsten laufen, und das war hier ja jetzt auch der Fall, denn es wurde gar nicht etwa eine Fehlfarbe aufgespielt. Und wenn wir uns hier mal die Karte in Vorhand angucken, ein Trumpf nur mit Kreuz Bube, Ass zu dritt in Kreuz, Ass zu dritt in Pik. Ich denke mal, Karo 7, 9, Dame, das ist eigentlich eine gute Ausspielkarte, womit du erstmal die Vollen bei deinem Partner in Hinterhand suchst, womit du noch nichts kaputt machen kannst, womit du selbst noch die Kontrolle über diese Asse hältst, in der Hoffnung, da irgendwie erstmal die Karte zu klären, bevor du da mit den dunklen Farben anfängst. Aber der Spieler hier hat Jerome den Gefallen getan und öffnete das Spiel mit dem Kreuzkönig. Und der Kreuzkönig ist natürlich ein Geschenk, ganz egal, ob der jetzt zu dritt unterm Ass kommt, so wie hier, oder ob der auch blank ist. Es bietet sich auf jeden Fall an, da jetzt mit der Kreuz 10 raufzugehen, denn danach bist du ja die Sorgen in deiner Beikarte los. Wenn also das Kreuz Ass hinter dir sitzt, dann hast du danach Kreuz 9 und Dame hochgespielt. Die Gegner haben zwar schon 25 Augen, können jetzt aber typischerweise nur noch mit 2 Trumpfstichen rechnen und nicht gewinnen, es sei denn, der Spieler in Vorhand, der den blanken Kreuzkönig ausgespielt hat, hat jetzt auch noch nur einen Trumpf, nämlich die Trumpf 10, sticht jetzt zurück, Trumpf Lusche, Trumpf 10, Kreuz Lusche auf 35 und kann jetzt noch zweimal auf die Buben wimmeln. Ansonsten, wenn Trumpf zu 4 dagegen steht, verlierst du natürlich sowieso, und bei jeder sonstigen Trumpf 3-1 Verteilung wirst du jetzt gewinnen, weil du eben nur noch 2 Stiche abgibst.
wenn der Kreuzkönig aber wie jetzt hier unter dem Ass ist und du raufgehst, ist ja klar, dass du ganz leicht das Spiel gewinnst. Gut, Jerome ist eben untergeblieben. Das hat dann natürlich relativ zwingend zu folgender Stichfolge geführt. Hinten wird einmal bedient, weil es die Lusche ist, spielt Vorhand jetzt das Kreuz Ass hinterher. Ist ja klar, dass sein Partner hinten keinen mehr hat. Kreuz Dame und eine Wimmlung auf schon 29. Dann Kreuz Lusche hinterher, Jerome mit der Kreuz 10, muss ja, und hinten ein Stich mit der Trumpf 10 auf 49. Gut, sieht jetzt erstmal unschön aus, ist natürlich auch unschön, sieht gefährlich aus, aber es gibt natürlich noch eine Verteilung, gegen die du jetzt gewinnen kannst, und das ist eben der blankstehende Kreuzbube, so wie es ja jetzt auch hier der Fall war. Deswegen, ich glaube, jetzt kam Karo 10 oder Pik, ist egal was jetzt kommt, du musst ja sowieso stechen. Trumpf 10 ist draußen, deswegen kannst du auch gerne mit dem Trumpf Ass stechen. Und wupp. Und jetzt ist eben, ja, die Überlegung muss sein, es fehlen noch drei Trümpfe. Die können sowieso nicht ganz gleichmäßig verteilt sein. Die müssen irgendwie 2:1 stehen. Gegen Trumpf zu dritt kannst du sowieso nicht gewinnen. Und es darf natürlich auch nur noch ein Trumpfstich abgegeben werden, sonst bist du auch platt. Deswegen kannst du nur noch gegen den blankstehenden Kreuzbuben gewinnen und kannst deswegen ausspielen Trumpf Lusche, Lusche, Lusche oder den Karo Buben. Alles Karten, um zu gewinnen. Selbst der Trumpf König würde noch gewinnen gegen den blanken Buben, dann fällt König, Dame, Kreuz Bube auf 58. Nur der Pik Bube, das ist natürlich die Karte, mit der du auf keinen Fall gewinnen kannst, und den hast du gespielt, also das muss man jetzt auch erstmal hinbekommen. 1 aus 6 könnte man sagen, ne? Nicht unbedingt ein Gedicht, dass du diese Karte jetzt getroffen hast. Ja, was hast du dir dabei gedacht? Vermutlich nicht allzu viel. Oder du wolltest gegen den blankstehenden Herzbuben noch etwas besser aussehen. Und logisch, wenn jetzt der Herzbube blank steht, dann ist der Pikbube natürlich besser als eine andere Karte, weil die Gegner nur noch einen Trumpfstich machen. Allerdings gewinnst du dann ja auch nicht, denn Pikbube, Herzbube wird wohl nicht rausgenommen werden. Kannst du dem Mann mit dem Kreuzbuben schon zutrauen, dass er sich noch einmal duckt und danach den Stich mitnimmt mit einer Schmierung, und dann ist das Spiel auch hinüber. Das bedeutet eben, Pik Bube ist eine Karte, mit der du, ja, es sei denn, die Gegner spielen ist wirklich dusselig, in keiner Konstellation noch gewinnen kannst, und umso bitterer, dass du ihn jetzt gespielt hast, wo tatsächlich der Kreuz Bube blank saß und du insofern mit allen anderen Karten noch gewonnen hättest. Was können wir daraus lernen? Also erstens mal Einschätzen der Karte, Erwartungshaltungsmanagement vielleicht war gar nicht so gut, das Ding, dann muss man schon so eine Chance mal nutzen, dass Kreuzkönig rauskommt und direkt da raufklettern. Immer kann man es aber auch nicht sehen, und wir waren alle schon mal in der Situation, dass nach 2-3 Stichen die Gegner da schon fast 50 liegen hatten. Trotzdem keine Panik, einfach noch mal kühl rechnen, gibt es noch eine Verteilung, gegen die ich gewinnen kann? Wenn du es eine solche gibt, dann auch wirklich präzise darauf spielen, dass diese Verteilung so vorliegt, dann kannst du immerhin noch das eine oder andere von diesen schlappen Spielen gewinnen.